In leere Briefkästen haben heute viele Berliner und Brandenburger geschaut. Nichts drin, weil tausende Postbeschäftigte in fast ganz Deutschland streiken. Es wurde allerdings deutlich mehr zugestellt, als sich die Streikenden erhofft hatten, weil die Post ersatzweise viele Leiharbeiter eingesetzt hat, zum Beispiel auch in den Paketzentren in Rüdersdorf und Börnecke. Trotzdem, für Postkunden bleibt es bis Anfang nächster Woche spannend, ob ihre Briefe ankommen. Briefe verschickt Marie-Therese Harasim meist übers Internet als E-Mail. Manchmal muss es für sie aber auch der gute alte Brief sein. Doch wegen des Streiks macht sie sich jetzt Sorgen. Ich habe meine Bewerbung für meinen Masterstudienplatz losgeschickt. Ich will in Leipzig Journalismus studieren und mache mir jetzt Sorgen, dass das aufgrund des Poststreiks nicht ankommt. Ab heute weiten die Zusteller der Post bundesweit ihre Warnstreiks aus. Und das heißt, auch in Berlin werden Briefe und Pakete verspätet ausgeliefert. Während wir in den vergangenen Streiktagen Gott sei Dank die Auswirkungen für die Kunden sehr, sehr gering halten konnten, kann ich das heute so noch nicht sagen. In sehr vielen Stadtteilen streiken Kollegen. Ich weiß aber nicht, wie viele das tun und kann deshalb auch nicht sagen, wie groß die Menge etwa sein wird, die sich verzögert. Laut Verdi haben sich in Berlin über 1000 Mitarbeiter an dem Streik beteiligt. Die Gewerkschaft fordert kürzere Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich. Vor allem aber wehrt sie sich gegen die Gründung von Regionalgesellschaften, deren Mitarbeiter schlechter bezahlt werden, obwohl es der Post wirtschaftlich gut geht. Die Gewinne sind ja jetzt schon, wie Sie auch schon gesehen haben und wie man nachlesen kann, bei Weitem sehr gut. Aber das reicht irgendwie noch nicht aus. Die Milliarden, die da jetzt schon eingefahren werden, das müssen noch mehr Milliarden werden. Und die kleinen Leute, die das Geld verdienen, die müssen drunter leiden. Wir haben getan und gemacht. Wir haben viele Jahre auf viel verzichtet, um unsere Arbeitsplätze zu sichern. Und jetzt knallen die uns das hin, ohne irgendwie mit uns darüber gesprochen zu haben. Die Post, die im internationalen Wettbewerb steht, hält an der Gründung der Regionalgesellschaften fest. Die Forderungen von Verdi bedeuteten für das Unternehmen insgesamt eine Lohnerhöhung von 12%. Das sei nicht machbar. Noch bis Dienstag wollen die Brief- und Paketzusteller jetzt streiken. Wer die Schuld trägt, wenn Briefe nicht rechtzeitig ankommen, ist rechtlich nicht so leicht zu sagen. Marie-Therese Harasim überlegt deshalb ganz genau, ob sie dringende Briefe bis dahin wirklich dem gelben Kasten anvertraut.